Wie kriegst du das eigentlich hin, dass du nicht gestellt und gestelzt und gepost wirkst auf deinen Fotos für dein berufliches Marketing? Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was uns alle am meisten umtreibt. Oder jedenfalls die, die keine Mainstream-Fotos wollen und die ganz ehrlich ihr berufliches Profil bebildern möchten. Und dafür bin ich deine Expertin, deine Porträtfotografin, die professionell mit dir genau das erarbeitet, was am wichtigsten ist. Und das ist deine Wirkung. Auch auf Videos, genauso wie auf Fotos. Und nicht der Inhalt und nicht das, was du inhaltlich weitergibst, sondern nur, ob deine Ausstrahlung getroffen ist. Das ist wirklich so. Die meisten Menschen, die ein freiberufliches Business betreiben, scheuen sich davor, sich für ihr Marketing wirklich so zu zeigen, wie sie tatsächlich sind. Und obwohl das ihr größtes Kapital ist und ihr größter Erfolgsgarant, scheuen sie sich davor. Warum meine Kunden das nicht so machen, das kann ich dir wirklich erzählen. Warum meine Kunden genau das Gegenteil davon tun und warum meine Kunden ihre Fotos, die sie für ihre Selbstpräsentation, für ihr Business, für ihre Leistung, um ihre Leistung zu verkaufen, nutzen, warum sie diese Bilder ganz bewusst machen, keine Zufallsergebnisse akzeptieren, das kann ich dir auch erzählen, warum sie sich nicht auf Fotografen verlassen, die ihnen Mainstream-Fotos machen, typische Business-Posen, typische Status- und Machtdemonstrationen fotografieren und sie in solche Bilder einpassen. Warum meine Kunden das nicht machen, das ablehnen, das kann ich dir auch erzählen. Und ich kann dir zum Beispiel auch mal zeigen, wie speziell eine aktuelle Kundin von mir, das genau das auch nicht macht und die Lebendigkeit ihrer Bilder nutzt, auch genau das nutzt, was Kunden sehen möchten und was Kunden vor allen Dingen spüren möchten, also was Menschen interessiert, wenn sie eine ehrliche Darstellung und Dokumentation sehen über das Leben anderer. Also die Neugier der Menschen nutzen und die Frische in der ersten Begegnung, die Nahbarkeit und auch die Romantik in Bildern. Ich kann dir mal zeigen, wie eine meiner Kundinnen, meiner aktuellen Kundin, das perfekt für sich nutzt. Deshalb zeige ich dir jetzt hier auf meinem Bildschirm die Fotos von meiner Kundin Alexandra Stross. Bei dem Fotoshooting habe ich gemerkt, dass ich manchmal das Gefühl habe, ja, jetzt bin ich selbstbewusst, jetzt bin ich ganz ich selber. Und trotzdem hat man am Foto gesehen, dass ich irgendwie so ein ganz kleines Stück in so einer bestimmten Rolle drinnen war. Und das sind so die Dinge, die die Silke sofort entdeckt, die auch das Foto ganz, ganz klar zeigt und wo ein unheimlicher Nutzen drin liegt, auch das zu verankern. Wie fühlt sich das an, wenn ich ganz ich selber bin? Und wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt wieder so ein Stück weit in die Rolle reingehe? Weil es für mich vollkommen klar, dass wenn das auf dem Foto sichtbar wird, dass das der Kunde natürlich auch spürt, ja, und dass mich der Kunde so sehen will, wie ich wirklich bin, weil sich der Kunde mir gegenüber ja auch öffnen muss. Also du spürst doch ganz genau, wenn du für die Fotokamera, ob Video oder Fotos, etwas spielst, was du vielleicht nicht bist, beziehungsweise extra so versuchst rüberzukommen, dass man dich ernst nimmt.
dass du möglichst erfolgreich, professionell und kompetent wirkst. Du hast dich doch dabei sicherlich schon mal erwischt, dass du genau das kontrollieren willst, dass du so rüberkommst wie, boah, sag ich mal, Leute, die total erfolgreich sind. Und dass du da versuchst, irgendwas zu, ja, herzustellen. Vielleicht sogar zu kopieren, zu imitieren, dass du nicht bei dir bist. Dass du nicht der bist, der du bist. Also dich nicht auf den Prozess einlässt, das auftauchen zu lassen, was sich zeigen möchte, sondern dass du versuchst, diesen Prozess zu beeinflussen und zu steuern. Und das noch, während du vor der Kamera stehst und ein Fotograf deiner Wahl oder Fotografin hinter der Kamera steht, und dass du versuchst, diesen ganzen Prozess, diese Ergebnisse zu kontrollieren, zu beeinflussen. Und in dem Moment, sage ich dir, geht das Ganze nämlich echt in die Hose, wirkt gestelzt, ja, weil es nämlich gar nicht möglich ist, dich selber zu optimieren, in dem Moment, wo du dich draußen zeigen sollst, wer du bist. In dem Moment, wo du da eingreifst in diesem Prozess und nicht ehrlich bist, in dem Moment funktioniert es nicht. Also nicht ehrlich heißt, indem du irgendwas versuchst nach vorne zu schieben, um möglichst günstig zu wirken, auszusehen oder inhaltlich genau das Richtige zu sagen zum Beispiel, wirkt es alles gestelzt, geholpert, gestolpert und irgendwie nicht ehrlich und nicht echt, ja, nicht echt. Natürlich lügst du nicht die Leute an bewusst oder dich selber an. Genau das willst du ja eben nicht. Aber genau das passiert dann ganz leicht. Und du kannst dich auch nicht wehren und du kannst es auch nicht üben und du kannst es auch nicht verhindern. Ja, und genau das ist das Problem, warum viele Business-Fotos so gestellt aussehen, so gestelzt. Die versuchen irgendwas ja, in der Gestaltung und dann noch in der Retusche und so weiter möglichst spektakulär, professionell, möglichst business-like da hinzustellen. Ich kann solche Bilder nicht mehr sehen. Ich bin ja Porträtfotografin und schon seit 30 Jahren befasse ich mich ja damit, aber vor allen Dingen nicht damit, wie kann ich die Bilder von außen optimal schön gestalten, sondern was ist eigentlich mit dem Mensch los, der fotografiert wird? Wie fühlen sich eigentlich die Menschen vor der Fotokamera, speziell vor meiner Fotokamera? Welche Hürden, welche Probleme gibt es da? Wie sabotieren sie sich das selber? Welche Ängste haben sie? Welche Scheu? Welche Probleme? Also ich meine, viele sagen ja, nee, Fotos machen ist wie zum Zahnarzt zu gehen. Ich fühle mich unzulänglich, unsicher, ich mag mein Aussehen nicht. Ja. Ich bin zu dick, zu dies, zu das, ich habe ein fettes Gesicht, ach was auch immer, ich habe scheiß Haare, meine Frisur sitzt nicht, meine Brauen sind zu breit, mein Lippenstift hat die falsche Farbe, was auch immer. Ne? Dafür zum Beispiel so eine Äußerlichkeiten, da habe ich natürlich meine professionelle Make-up-Artistin, die sorgt dafür, daraus will ich gar nicht drum zu kümmern. Aber was viel wichtiger ist, dass die Kunden, also meine Kunden, die da einen anderen Anspruch haben, sich fragen, was soll ich denn überhaupt von mir zeigen? Was denn? Und wie soll ich denn überhaupt machen? Was soll ich überhaupt sagen? Ich habe doch nur 3 Minuten Videozeit. Wie kann ich mich denn da optimal darstellen? Ja, und genau da geht das Ganze in die Hose, wenn du Erwartungen erfüllen willst. Tauche doch einfach tief in den Prozess ein, in die Begegnung mit mir. Ich werde dich da durchführen. Du merkst das kaum. Du kriegst das gar nicht mit. Du brauchst nur zu kommen. Wir trinken Kaffee und es fühlt sich an wie Spielen. Und da liegt der Schlüssel. Es fühlt sich an wie Spielen. Wir begegnen uns, die Neugier, der Spirit, diese Lebendigkeit, all das, diese Frische der ersten Begegnung, die kommt in deine Fotos. Und ich weiß natürlich genau, weil ich das seit 30 Jahren mache, was ich da von dir zeigen muss und wie. Ich kann natürlich perfekt schöne Fotos gestalten und ich kann auch super, super perfekt deine Attraktivität einfangen, von der du gar nicht gewusst hast vorher, dass du so gut überhaupt aussiehst. Das sind so diese Magic Moments, von denen meine Kunden sprechen. Wenn dich das jetzt anfixt und du sagst, jawohl, so eine Fotografin, die das kann und dann noch die Basisarbeit mit mir macht, vor der Fotosession, die Profilarbeit, damit ich weiß, wie ich es auch inhaltlich rüberbringe, aber auch von der Wirkung her, die habe ich immer gesucht.
Und dann, wenn dich das so anspricht, dann schreib mir einfach eine Mail an foto@silkegeil.com. Foto schreibst du mit PH, dann kommt die Mail auch auf jeden Fall an. Und dann kannst du mit mir in Ruhe und unverbindlich über deine Möglichkeiten sprechen, über das, was du dir schon immer gewünscht hast oder auch über deine Probleme, die du bisher hattest oder wenn dir deine Fotos nie richtig gefallen haben. Und dann kannst du mit mir darüber reden, wie du das erreichst, dass du deine Fotos mit Freude und mit Stolz weitergibst. Du kannst da nur eine Fotosession mit mir machen, in einem halben Tag oder in einem ganzen Tag. Du kannst mehrtägig mit mir arbeiten, die Profilarbeit als Basis noch dazu. Oder aber du kannst auch zu meinem zweitägigen Workshop kommen. Das erzähle ich dir dann gerne nochmal. Ich habe nämlich die ganze Profilarbeit, das ist die ganze Basis für diese Marketing-Fotosessions, in Workshop-Module gepackt. Da kannst du natürlich sparen gegenüber dem, als wenn du Einzelsession buchst. Aber wir reden drüber. So, also das geht nur darum, endlich diese ganzen Ängste und Schwierigkeiten und Fragen und Unsicherheiten loszulassen, die dich die ganze Zeit schon quälen, wenn du dich auf Fotos für dein Business präsentieren sollst oder auch auf Videos. Und das, sage ich dir, gehört der Vergangenheit an, wenn wir miteinander gearbeitet haben und diese Basis erschaffen haben und da wirst du auch nie wieder Fotoprobleme haben. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht hat, aber wir schießen schon den ganzen Tag hier Fotos und es war zu keiner Sekunde anstrengend. Es war immer total angenehm, es war immer locker und fast jedes Foto ist einfach nur genial. Das wird noch schwierig, sich da welche auszusuchen. Also, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber man macht sich einfach auf und sie holt die Schönheit raus, die man selber vorher gar nicht gesehen hat. Und ich denke mir, es bringt auch irgendwie was fürs ganze Leben, weil ich habe jetzt bei dem Fotoshooting gelernt, meine Seele zu zeigen. Und ja, ich glaube, das ist es, was es braucht im Job, um gesehen zu werden von den Menschen, von denen man gesehen werden möchte. Also ich finde es Horizont erweiternd. Ja, es ist einfach genial. Das jetzt richtig gut gefallen hat, was du da gesehen hast, die Fotos von der Alexandra, es sind ja nur 10 Fotos aus einer zweitägigen Fotosession. Wenn dir das richtig gut gefallen hat, dann sprich doch mal mit mir über deine Möglichkeiten. Wie kannst du auch deine Selbstvermarktungsfotos, also nicht, dass du dich selbst vermarkten sollst, sondern dass du gezieltes, tolles Marketing machen sollst für deine Produkte und dafür deine Person nutzen sollst. Andere sagen, dass du deine Personenmarke aufbauen kannst. Ja, das ist auch möglich. Man kann es auch so im Marketing-Sprech nennen, aber das möchte ich vermeiden, weil es geht um Emotionen, um direkte Ansprache. Also wenn du auch solche lebendigen Fotos von dir haben möchtest, die Leute wirklich neugierig auf dich machen, dann sprich mich an, sprich mit mir, schreib mir eine Mail und wir reden darüber. Dann kannst du meine Kompetenz nutzen aus 30 Jahren. Ich bin speziell genau dafür deine Porträtfotografin und wir kombinieren das mit der Profilarbeit, dass deine Basis genau stimmt und wir arbeiten an deiner Wirkung dafür. Wenn du jetzt sagst, das ist ein völlig anderer Ansatz an eine Fotosession für die Selbstvermarktung als freiberuflicher, selbstständiger Unternehmer ranzugehen oder Unternehmerin, ne, dann führt gar kein Weg daran vorbei, dass du dich mit mir mal unterhältst, was für dich möglich ist. Ich glaube, das ist das absolute Lieblingsfoto. Na, das ist noch schöner. So, das war das letzte jetzt, das da.
extrem viel Material und aber ganz echte, wahnsinnige Highlights dabei. Also wir haben gut gearbeitet Wir und haben intensiv. gut gearbeitet und es war sehr faszinierend, wo diese Grenze war zwischen den, also wo sie die Ausstrahlung dann verändert hat, weil ich mich geöffnet habe. Das, und wo ich mich dann wohlgefühlt habe beim Fotografieren. Das war cool. War richtig, richtig cool. Und das behältst du ja, das Ja. hast du dir erarbeitet und das Ja. bleibt dir, weil du kannst ja, man kann ja nichts zurückschrauben, man kann Ja. ja keine Entwicklung und Erkenntnis und irgendwas, man kann es, kann ja nicht wieder, ne? Ist das Genau. richtig? Ja, das ist richtig. Also, was einmal erarbeitet ist, ist nicht weg. Das haben Genau. die Zellen verstanden, oder? Das haben die Zellen Das verstanden. kannst du jetzt jederzeit wieder benutzen.